blicken auf den heutigen Tag nochmal, aufs Datum 6.12. Das bedeutet Nikolaustag. Viele haben entsprechend auch die Stiefel rausgestellt oder auch so kleine Aufmerksamkeiten bekommen. Aber viele Kinder wünschen sich an solchen Tagen nur eines: Gesundheit. So auch die Kinder in der Kinderklinik in Mannheim. Zumindest die Feuerwehr, die hat da für diesen einen Tag für Aufmunterung gesorgt. Die Höhenretter haben sich vor den Augen der Kinder abgeseilt an der Hausfassade und Geschenke im Gesamtwert von 1.000 Euro überreicht. Im Übrigen nicht nur eine Aktion für die Kids, sondern es diente auch als Übung, um im Ernstfall an schwierige Stellen zu gelangen. Über die Nikolaus-Aktion der Feuerwehr hat Lena Egelhof mit dem Ausbilder der Höhenrettung Mannheim, Matthias Heiderich, gesprochen. Herr Heiderich, wie kamen Sie denn auf die Idee, dass hier sich heute die Nikoläuse von der Fassade abseilen? Ja, letztes Jahr wurde ein Netzwerk von SRHT-Gruppen, Höhenrettungsgruppen, ins Leben gerufen von der Berufsfeuerwehr Hamburg und der Berufsfeuerwehr Ulm. Wir haben uns vernetzt, um am Nikolaustag gemeinsame Aktionen in Krankenhäusern für die Kinder durchzuführen. Wie reagieren denn die Kinder auf die Aktion? Haben Sie selbst schon heute ein Highlight erleben können? Ja, mein größtes Highlight war heute Morgen gewesen, beziehungsweise eben gerade, wo ein Mädchen, das seit Januar hier im Krankenhaus ist, Rollstuhl sitzt, mit der Drehleiter auf der anderen Seite hochgefahren wurde, das strahlende Gesicht und dann die Geschenkeübergabe vom Nikolaus. Das war echt wunderbar, das mit anzuschauen. Und auch bei den Kindern hier an der Fassade sieht man ja auch, dass sie überglücklich sind, die Situation zu genießen. Sie haben es gerade schon gesagt, es werden auch fleißig Geschenke verteilt. Worüber können sich denn die Kinder heute freuen? Ja, die Kinder haben heute altersgerecht verschiedene Geschenke zur Verfügung, vom Nikolaus bis zu Schokoladenstückchen, dann Kratzbilder, Plüschtiere. Wir haben ja auch nochmal eine Spende für die Station nochmal ins Leben gerufen, um den Kindern was Gutes zu tun, um auch vielleicht mal Hörbücher anzuhören, um einfach da ein bisschen Abwechslung reinzubringen in den Krankenhausalltag. Die Aktion ist ja auch ein Stück weit das Training für die Feuerwehr. Wie herausfordernd ist es denn, sich an so einer Fassade abzuseilen? Ja, jedes Gebäude hat immer andere Möglichkeiten. Hier war die Herausforderung tatsächlich, so nah wie möglich ans Gebäude zu kommen, den Kindern so nah wie möglich zu sein und dementsprechend der Nikolaus auch nahe zu bringen. Ja? Und wie man schon sieht hier auch, dass auch die Kinder ein Stück weit Abwechslung haben in dieser Situation. Ja. Herr Heiderich, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.